Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Keine Einblendung, das gibt ein Dislike. Danke, Bruder. Die lustigsten Leute der Welt sind wieder zurück. Ich hab so viel Scheiß im Kopf. Ich brauch jetzt ein Schlupfi. Ja, Schlupfi geht's gut. Schlupfi macht Mut. Stell dir vor, ich wäre so ein Familienvater und mach so ein Video. Was würden meine Arbeitskollegen denken? Hallo Herbert, ich habe gestern deine TikToks gesehen. Ja, ich finde die voll lustig, die TikToks. Nee, ich finde die voll cringe. Mein Papa. Oh, eine französische Zwiebelsuppe nehme ich mir gleich unter die Lupe, aber erst in den Mund. Lecker, lecker. Mm. Boah, ich hätte jetzt auch richtig Bock auf eine Zwiebelsuppe, die ich mir unter die Lupe nehme. Oh, liebe Leute, habt mehr Mut. Trägt auch mal einen Hut. Der ist gut. Hey, servus Herbert, ich habe letztens mich von deinem TikTok inspirieren lassen. Ich trage jetzt auch einen Hut. Und wie findest du meinen neuen Hut? Fischstäbchen-Wettessen gegen die militante Veganerin. 3, 2, 1, go. Yeah, vegane Fischstäbchen. Aus was bestehen die eigentlich? Aus Gras? Oder aus Salat? Oder was für ein Grünzeug ist da drin? Schmeckt das überhaupt? Oh, Militante, ich hab dir was mitgebracht. Wow. Keine Kameras da? Nee, alles gut, keine Kameras da. Hier sind erstmal Fischstäbchen und jetzt ist... Nee, keine Kameras, alles gut. Ich film nicht, alles easy. Ewig kein Fisch mehr. Nein, echt jetzt? Oh mein Gott, krass. Nee, echt jetzt? Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott. Ist ja gar nicht vegan. Vegane Fischstäbchen sind vegan statt unehrenvoll. Hast recht, ich bin glaube ich lieber vegan als unehrenvoll, so wie unehren Marius. Ab den heutigen Tag werde ich... Ach egal, überspringen wir das Thema. Du willst wissen, ob ich Jungfrau bin? Nein, bin ich nicht. Ich bin nämlich vom Sternzeichen Krebs. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Ja, du hast meine Frage beantwortet, danke. Und wen es von euch interessiert, ich bin Sternzeichen Stier. Interessiert ja gar keinen. Danke. Schatz, er hört nicht auf zu flirten. Dann blockieren einfach. Ja, aber ich will nicht gemein sein. Hä, warte, einer flirtet mit dir auf Instagram, aber du willst ihn nicht blockieren, weil das gemein ist. Wo ist die Logik? Du hast einen Freund. Ja, hallo? Ist da die Logik? Und dann diese typischen Antworten, ich bin leider vergeben. Ja, leider. Hallo, ich finde dich voll hübsch, bist du Single? Nein, es tut mir so leid, ich bin leider vergeben. Also, das tut einfach weh. Schade. Oder dieses Beispiel hier. Ich will, dass du sie jetzt entfernst. Erledigt. Und jetzt entfern du ihn. Aber er hat nichts gemacht. Und dann diese Ausreden. Aber das ist was anderes, ich schreibe doch nur mit ihm. Oh mein Gott, du bist so eifersüchtig. Hä? Kann ich mir genauso wenig erklären. Sowas hört man im Gegensatz sehr gern. Hi, ihr Lieben. Das ist schon sehr extrem. Ich habe so viele Fragen. Nun gibt's lecker, lecker Frühstück. Sollte das uns nicht zu essen geben? Das glaubt mir doch niemand mehr, oder? Für alle, die ein Update zu unserem Paar-Date am Samstag in der Therme haben wollen, sind nämlich nicht nur mein Mann und ich die ganze Zeit zusammengehangen und das andere Paar. Nein, ich war auch ab und zu in seinen Armen und die Frau in meines Mannes Armen. Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn ich ihre Videos sehe. Ich habe heute meinen Ex, der mir damals mit meiner besten Freundin fremdgegangen ist, in der Stadt getroffen. Und ich muss sagen, er hat sich wirklich kein bisschen verändert. Einfach ein richtig schmieriger Typ. Er hat dann auch zufällig erwähnt, dass er um die Ecke wohnt und hat mir dann sein Haus gezeigt. Er hat eine ganze Villa mit einem Pool. Und ratet mal, wer jetzt wieder zusammengekommen ist. Ja klar, nicht wegen Pool oder Villa oder so. Es war ganz bestimmt alles der Charakter, warum sie wieder zusammen sind. Mann, die sind so süß zusammen. Meine lieben Damen und Herren, hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und abonniert für den Algorithmus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.